Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tech Force 3. Wir sind gerade hier mitten in der Nacht beim Mädchenschlaf, so was irgendwie ziemlich creepy ist, aber egal. Ich wollte jetzt noch schnell, ich mache jetzt direkt das Event, weil ich das nachher wieder, dass ich nachher 10 Stunden Duelle mache, bevor ich das Event mache. Schnell die Duelleffekte an. Ich weiß nicht, warum ich da nie dran denke, bevor ich anfange aufzunehmen. Aber egal, Tag beenden. Wollen wir das Duell machen? Ich habe jetzt Zanes Deck minimal verändert, ich konnte ja seit dem letzten Event sein Deck verändern. Und ich habe das minimal verändert. Ich habe dieses Wiedergeburtserklärungsding rausgeholt und... Was habe ich sonst noch verändert? Eigentlich nicht viel. Aber, naja. Werdet ihr dann sehen. Hä? Du kannst echt pennen. Jaden und Cyrus haben in meinem Unterricht gepennt. Schwer zu glauben. Ich kann mir vorstellen, dass Zane pennen sagt. Schwer zu glauben, dass ihr schon den Abschluss macht. Die Zeit rast. Sicher, ihr seid nicht die Einzigen, die sich verändert haben. Meine Einstellungen zum Duellieren haben sich auch sehr verändert. Durch meinen Siegeswillen habe ich vergessen, wie wichtig es ist, die Gegner zu respektieren. Wo ich drüber nachdenke, die Dinge, auf die ich abziele, sie bedeuten gar nichts. Kennst du die Geschichte vom Hasen und der Schildkröte? Nee. Sie sehen... Zu sehen, wie du und XY groß geworden sind, hat mich verstehen lassen. Okay. XY ist schon ein sehr cooler Charakter. Ja, ich weiß, wie der gemeint ist. Ich war nur der Hase der Akademie, an der Akademie. Bist du jetzt wach? Lass uns gehen. Ich glaube, das Einzige, was ich von dieser Hase- und Schildkrötengeschichte ist, weiß, das habe ich mal irgendwo in irgendeinem... auf Kika oder so gesehen, als Kind. Das ist irgendwie so ein Schildkröte und Hasen, die machen Rennen oder so, kann das sein? Keine Ahnung. Und am Ende gewinnt die Schildkröte. Ich weiß nicht mehr genau wie. Kann auch sein, dass das voll die Scheiße ist, die ich gerade erzähle, aber mache ich ja öfter mal, ne? Dürftet ihr ja gewöhnt sein. Gegen wen duelliere ich mich jetzt? Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich dieses Event machen soll. Und ich habe echt saulange nach Sartorius gesucht und ihn nicht gefunden. Ich meine, what the fuck, warum finde ich ihn nicht? Bin ich dumm? Weil, ihr wolltet ja, dass ich mal gegen Sartorius kämpfe, aber ich finde den einfach nicht. Ich bin in der Profiliga rausgeflogen und habe mit Untergrundduellen angefangen. Ich habe alles, den Ruhm, den Respekt, einfach weggeworfen. Selbst als ich hierher an die Akademie zurückgekommen bin, warum überhaupt, habe ich mir aus der Meinung der anderen nichts gemacht. Und dennoch, Atticus, mein bester Freund, hat versucht mich zu retten. Erinnerst du dich an jenes Duell? Irgendwie habe ich gewusst, dass hier das Duell gegen Atticus kommt, weil hier ist der Vulkan. Atticus hat uns alle aufrufen lassen. Ausrufen, nicht aufrufen. Ich glaube zumindest, dass hier jetzt, ja klar. Gegen Alexis und Atticus, das wäre cool. Wo sind wir hier? Hier hat Nightshroud von dem Schattenreitern mit Dominic... Was? Hier hat Nightshroud von den Schattenreitern... Achso, mit Dominic und den anderen Dulli. Mein Gott, bin ich geistig behindert. Zane, ich sehe, der einzige Weg, dich aus den Schatten zu holen, ist, selbst hineinzugehen. Ich finde dein Selbst und dann fliehen wir zusammen. Und ich werde die Kraft der Dunkelheit benutzen. Oh, nee. Atticus, nein, das ist so gefährlich. Oh, nee. Es ist okay. Außerdem ist auch Dominic hier. Dominic, wirst du Zanes Partner? Komm mir nicht in die Quere, Dominic. Okay. Zane, sieht aus, als wärst du immer noch Teil von diesem Nightshot. Teile von diesem Nightshot in dir. Nightshot wird immer ein Teil von mir sein. Aber ich habe es unter meiner Kontrolle. Wenn du so weit gehen willst, werde ich mein Untergrunddeck an dir ausprobieren, Zane. Warum sagt Zane zu Atticus Zane? Das ist mir eben schon aufgefallen. Aber da habe ich wieder tatsächlich verlesen. Ach Gott. Das Intelligenz. Egal. Ihr wisst ja, was gemeint war, ne? Werde ich jetzt gegen Nightshot oder Alexis kämpfen? Das wäre irgendwie cool. Ihr habt doch gesagt, ich finde Nightshot ultra cool. Also die meisten finden Nightshot echt episch. Und ich soll den mal als nächsten Partner oder so nehmen. Aber ich werde auf jeden Fall als nächsten Partner Blair nehmen, weil ich halt nach der Reihenfolge gehen werde. Und ja, ihr könnt ja dann, falls ihr das überhaupt nicht mögt oder so, einfach so lange das Let's Play nicht gucken. Und dann wieder einschalten, wenn 20 Parts rum sind. Das ist ja immer so, nach 20 Parts kommt ein neuer Partner. Das ist eigentlich ganz praktisch. Viele haben auch gesagt, dass dieses System, was ich hier bei dem Let's Play habe, geil finden, weil die können sagen, ich habe jetzt Lust, den und den Partner zu gucken, gehe ich einfach bei denen und dem Part. Und übrigens, wenn ihr wissen wollt, welcher Charakter bei welchem Part ist, dann geht einfach mal auf den ersten Part, denn da habe ich so ganz am Anfang vom Video so Links hingepackt, da könnt ihr draufklicken und da werdet ihr zum jeweiligen Partner, da steht dann halt Jadens Story, Cyrus Story, Chess Story, Zane Story und so. Und da könnt ihr halt auswählen, was ihr haben wollt. Dann klickt ihr einfach drauf und kommt dann zu dem ersten Part mit dem jeweiligen Charakter und seiner Story. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Also, ja.
Da muss man das ganze Display gucken und kann direkt zu seinem Lieblingscharakter. Ja, und wenn man dann das Ganze cool findet, kann man natürlich auch noch die anderen Parts gucken. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Ich finde übrigens extrem lustig, wie niemand, wirklich niemand, da dieses Flimmern sieht, außer ich. Jetzt gerade ist zum Beispiel gar kein Flimmern. Ich weiß nicht, warum das ist, aber manchmal muss die PSP halt flimmern. Ist halt einfach so. Aber selbst wenn flimmert, dann sieht das niemand, außer ich. Das ist total lustig. Bis jetzt kam, obwohl, ne, der kommt heute. Heute kommt der Part mit diesem Minigame, wo man das Flimmern im Hintergrund auf jeden Fall sieht. Wer da kein Flimmern sieht, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich auch Videos in 144p hochladen, das wird wahrscheinlich keiner merken. Aber ich bin, glaube ich, einfach zu, ich achte zu viel auf alles, was mit Qualität und so zu tun hat. Das ist, glaube ich, ja, eigentlich ein bisschen übertrieben. Denn wenn ich bedenke, dass viele dieses Flimmern zum Beispiel einfach gar nicht sehen, dann verwundert mich das schon ein bisschen. Dann kann ich auch mal sagen, ich muss einfach mal weniger auf Qualität achten. Denn ich habe euch halt auch sehr, sehr oft, weil es so viel geflimmert hat wie in den Aufnahmen, und das war jetzt manchmal schon extrem und trotzdem hat es keiner gesehen, habe ich extra nicht aufgenommen, weil das so geflimmert hat. Und das fällt euch ja noch niemals auf. Und da hätte ich mir sehr viel, ja, an Parts sparen können, die ich trotzdem hätte aufnehmen können. Ja, und damit auch einiges an Zeit und, ja, andere Videos, die ich hätte hochladen können. Und ich muss halt mal weniger auf so Qualität achten und ich werde zwar immer so ein bisschen qualitätsgeil sein und, ja, perfektionistisch, da wollte ich nicht, da war jetzt extrem fail. Aber, ja, es ist halt so, also, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber das ist halt ein Teil von mir, also ich kann jetzt nicht sagen, das wird sich jetzt irgendwann ändern, weil ganz ändern wird sich halt, wie gesagt, nie. Ich bin halt immer so ein bisschen qualitätsgeil, aber ich denke, das ist auch okay. Das hat ja auch was mit so perfektionistisch sein zu tun und das ist ja eigentlich schon damals immer schlimm. Hat der Krieg eigentlich auch, da würde ich schon die ganze Zeit wissen, kriegt er auch Verteidigungspunkte dazu? Nee, okay. Nein. Jetzt bin ich ein bisschen gearscht. Ich hoffe, Zane hat irgendwas Cooles. Oh Gott, Valhalla. Valhalla. Was hat sie denn da für ein Deck? Okay, ach, Ritualmonster. Sind das auch Feenmonster? Die Valhalla-Dings, das ist doch für Feenmonster, ne? Wer ist die Valhalla-Halle der Gefallenen? Ach du Scheiße. Oder? Ja, Valhalla-Halle der Gefallenen. Valhalla. Oh Gott, das war die erste Karte. Wie gefällt dir das? Mein Monster gefällt. Oh Gott, ich habe mich verschluckt. Oh nein, ich sag nicht, ich habe schon wieder fast gekotzt. Übrigens, ich glaube, manche haben das echt ernst genommen, wenn ich gesagt habe, ich fast gekotzt oder so. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Also ich muss dann wirklich fast kotzen, weil manche haben geschrieben, bitte solltest mal damit zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, ob das von denen dann ernst gemeint war, aber auf jeden Fall, ja, ist das nicht von mir ernst gemeint. Das ist halt nur, wenn ich mich verschluck oder so und dann so ein bisschen machen muss oder was weiß ich was. Das heißt nicht, dass ich dann wirklich kotzen muss, das ist nur so hingesagt. Kann das sein, dass ich auch die maskierten Drachen von Zane's Deck benutzen darf? Weil ich hatte gerade irgendwie die Auswahl von dreien, obwohl schon einer auf dem Friedhof lag. Ach, der eine war wahrscheinlich der von Zane. Ups, dumm. Das kann natürlich sein. Zieh! Boah, wie verkifft der gerade auf die Karte geguckt hat. Was habe ich gezogen, ey? Boah, diese Lags bei dem Spiel, die sind so scheiße, ne? Aber ich habe mich echt schon dran gewöhnt mittlerweile. Was opfert der dafür? Achso. Das hat sich gelohnt. Das war echt dumm, das hat immer so kacke geleckt. Das kann doch nicht sein, ey. Das ist echt ein Spieler von dem Fehl, genau, ein Fehler von dem Spiel. Übrigens ein kleines Update für die Leute, die interessiert. Ich habe den Nintendo 3DS, den Aufnahme 3DS mit der eingebauten Capture Card, die ja nicht funktioniert. Ich kann ja nochmal kurz zusammenfassen für die Leute, die den mitgekriegt haben. Ich habe mir auf eBay eigentlich noch recht billig im Vergleich dazu, wie, also ich habe das, ja, habe ich schon gesagt, ich habe das für denselben Preis gekriegt für die, wie eigentlich normalerweise nur so eine Capture Card kosten würde. Und dabei habe ich halt noch den DS dabei gekriegt. Also ich habe einen DS mit eingebauter Capture Card auf eBay gekauft. Und ich kann mal sagen, es hat 210 Euro gekostet. Und ja, normalerweise würde diese Capture Card 209 Euro kosten. Nur die Capture Card, wenn man die einbauen lässt. Wenn man seinen DS dahin schickt und die einbauen lässt. Und deswegen ist es eigentlich ganz billig. Das Problem ist halt nur, die funktioniert noch nicht. Und ich habe die jetzt mal eingeschickt und der Typ hat gesagt, das hört sich nicht so schlimm an und das wird vermutlich leicht zu lösen sein, ein Problem, was mir schon mal einiges an Mut gemacht hat, denn
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich nachher nochmal 100 Euro oder so bezahlen muss, weil irgendwas kaputt ist und der das reparieren muss. Und das wäre ziemlich scheiße. Alter, was geht da gerade ab? Zane tötet dafür alles. Hä? Oh cool, ist das der Effekt von dem Kryon, der Magier, der heißt. Ich könnte Weißer Drache spielen. Und wieder Verschwendung. Aber Weißer Drache ist ja cool. Ich setz mal ein, das ist aber finsternis Einschlag für Zane. Boah, hör auf zu laggen. Das ist so dumm, ne? Attacke. Und ja, hab den halt eingesendet. Und das ist nicht weit weg. Das ist in Nordrhein-Westfalen und ich wohne in Rheinland-Pfalz. Also ist halt eigentlich direkt daneben. Und ja, das dürfte nicht lang dauern, bis der wieder zurückkommt. Ich hoffe nur echt, dass die Reparatur davon nicht teuer wird oder sonst was. Übrigens, da war auch unter anderem noch dieser Wireless-Schalter, der bei dem 3DS an der Seite ist rechts. Der hat geklemmt und lässt sich nicht bewegen. Und das hat der Typ alles nicht in die Beschreibung geschrieben bei eBay. Und je nachdem, wie viel das jetzt oder ob das was kostet. Ja, klar wird das was kosten, den zu reparieren. Aber je nachdem, wie viel das kostet, werde ich auf jeden Fall dem Typen auf eBay auch noch irgendwas schreiben. Weil das kann nicht sein, dass der einfach so einen DS verkauft. Der erstens einen frecken Wireless-Schalter hat. Ich kann das Wort übrigens nicht aussprechen. Ohne das in die Beschreibung zu schreiben und zweitens einfach gar nicht funktioniert. Ja, ja. Aber trotzdem, für den Preis, ja, hat sich halt bis jetzt hoffentlich gelohnt. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht irgendwie 100 Euro dazu bezahlen muss, weil dann hätte ich mir auch fast schon, ja, einen neuen 3DS mit eingebauter Capture Card holen können. Wie der auf die Karten guckt, ey. Ist gut, dass der Monster setzt, weil wenn man so viele Monster auf dem Feld hat, dann sollte man nicht alle Monster im Angriffsmodus spielen, weil nachher kommt dann Spiegelkraft oder reißender Tribut. Okay, reißender Tribut wird jetzt auch der Monster in Verteidigungsposition nicht verschonen, aber trotzdem. Dann kann der reißende Tribut gar nicht aktivieren, wenn man Monster setzt. Ich könnte auch mal meine Fresse ändern, habe ich gerade Lust drauf. Habe ich noch vor langem gemacht, wie geht das nochmal so, ne? Ich bin mal so ernst, weil hier ist gerade so derbe wichtiger Kampf und alles, ne? Ich bin gerade überlegen. Ich würde irgendwie schon gern Weißer Drache beschwören, außerdem hat er eine Animation, deswegen YOLO. So und so. Boah geil, jetzt kommt Weißer Drache. Ich glaube, die Animation haben wir noch nie gesehen, kann dann sein. Boah, so ein geiles Classic Monster. Yeah! Blue Eyes White Dragon. Der ist doch episch. Ich freue mich schon auf seinen Angriff. Hoffentlich kommt jetzt kein reißendes Attribut. Gott sei Dank. Okay, wir haben jetzt eigentlich recht starke Monster. Ich werde den hier mal zur Sicherheit und Verteidigung machen. Aber Zane wird den eh wieder in Angriffsmodus packen und dann angreifen. Dann kommt Spiegelkraft. Aber wir dürften eigentlich gewonnen haben. Ich hoffe, dass wenn Zane angreift. Oder werde ich der Erste sein, der angreifen darf? Ach, keine Ahnung. Greift er mit Weißer Drache an, weil ich unbedingt den Angriff sehen, die Angriffsanimation. Im Hintergrund stürzen schon wieder Flugzeuge ab. Boah, hier fliegen so auf Flugzeuge, so richtig nah vorbei, das ist ultra laut. Das ist nicht schön. Wie der guckt. Ich sehe es übrigens in letzter Zeit richtig oft, wie Leute. Boah, jetzt kommt die Spiegelkraft, jetzt kommt Spiegelkraft. Ach ne, der kann ja angreifen. Wie Leute, also andere YouTuber, German Let's Play, Zombie und so, Bilder posten, wie die Videos hochladen und wie dann halt da steht, wie lange das dauert. Und das dauert halt bei denen immer richtig lange, weil die meisten, das ist lustig, die meisten, ja, berühmten, bekannten YouTuber, die haben gar kein gutes Internet, haben dafür aber dann halt sehr gute PCs. Und bei mir ist genau andersrum, ich habe einen extrem beschissenen PC, aber saugeiles Internet und das, obwohl eigentlich hier in so einem Kaffdorf ist. Das Problem ist halt nur in dem Kaffdorf, dass das Internet extrem oft abkacken, dann bringt mir halt schnell Internet auch nichts. Und ich werde jetzt mit Weißer Drache so schon angreifen. Und den mache ich in Verteidigungsposition. Oh, bitte lass den Angriff durch. Aber ich glaube, selbst wenn er jetzt irgendwas dagegen hat, die Angriffsanimation kommt trotzdem, ja. Das wird cool. Ja, also, mein PC braucht immer extrem lange zum Rendern, aber super schnell kann ich Videos hochladen. Ich habe zum Beispiel gestern 8 Zelda-Parts abends hochgeladen und das hat keine Stunde gedauert. Vielleicht 45 Minuten oder so. Und das ist doch schon ganz schnell. Ich meine, Zelda hat jetzt nicht die höchste Qualität, aber trotzdem, das war ein ultra einfaches Duell und ein episches Ende mit Weißer Drache. Ich glaube, wir hatten nur Glück, denn sein Deck kann echt extrem OP sein. Aber ich glaube, dadurch, dass er mit Alexis gekämpft hat, hat er sein Deck nicht gerade unterstützt. Noch nie spürte ich solch einen Schmerz von
Duell-Hologramm. Duellieren ist das Amtzapfen seines Zorns, um zu gewinnen. Ich bin auf einmal Cyrus. Oh Gott. Ich verstehe Zane hier nicht, der hat irgendwie Stimmungsschwankungen. Ich habe übrigens diese Challenge offscreen, wo ich, also ich habe die Challenge ausgewählt, wenn man mit einem Angriff über 8000 Punkte Schaden zufügt. Die habe ich gelöst. Nicht mit einem Angriff in einer Runde. Die habe ich gelöst, weil da habe ich, wie heißt das? Hier Dings. Fünfköpfiger Drache gerufen. Und dann noch, Cyberfinsternis irgendwas. Und dann habe ich noch, Begrenzer entfernen aktiviert. Und dann habe ich halt 9000 irgendwas Punkte Schaden gemacht. Ich habe das Duellieren mit Respekt aufgegeben. Ah ne, ich glaube, ich habe genau 10.000 gemacht. Weil ich hatte 2.500 und 5.000 und dann doppelte, war dann 5.000 und 5.000, das sind 10.000. Ich kann sehr gut rechnen. Wie fast alle anderen auch. Und dennoch haben Menschen versucht, mich zu retten. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich glaube, meine Schwäche als Profi lag nicht am Deck, sondern als meiner Schwäche als Mensch. An meiner Schwäche als Mensch. Dups. Dups? Dups, was ist das für ein Wort? Dumm und Ups gleichzeitig sagen. Danach, in den anderen Dimensionen, war ich genauso verloren. Ich weiß nicht, wer ich bin, was meine Ziele sind. Durch das Duell mit Jesse dachte ich, ich habe die ultimative Kraft verstanden. Aber neulich fing ich an zu glauben, dass es viel zu einfach wäre. Du und Cyrus haben mich überholt und ihr wächst weiter. Ich sehe mein Deck und... ich sehe mein Deck und ich müssen sich auch weiterentwickeln. Entschuldigung, ich wollte nicht so lange reden. Los geht's. Ah, wir sind